Da könnte man Dinge reinstecken. Haarig. Sieht ein bisschen aus wie ein Flaschenöffner. So einmal zwischen die Hörner stecken oder so. Einmal so. Twitch, bitte bann mich. Ich mache etwas, das ich vielleicht bereuen werde. Und dieses Etwas sind Schwänze. Ich habe noch nie ein Rating gemacht. Ich habe Angst. Jeder Schwanz ist schön. Es gibt keine schlechten Schwänze. Ich finde, jeder Schwanz braucht Liebe. Deswegen werden wir heute alle appreciaten. Aber ihr werdet meine Favorites hören. Wir haben hier auf jeden Fall eine große und tolle Auswahl an verschiedensten Schwänzen von verschiedensten VTubern. Als kleines Beispiel habe ich hier auch meinen eigenen Schwanz reingeladen. Der ist hier unten. Und ich würde sagen, wir ordnen meinen eigenen Schwanz direkt ein in diese Liste als Beispiel. Ich finde, das hier ist ein sehr schöner Schwanz. Er ist shiny. Er ist schön geformt. Aber es ist eben auch nur ein Standard-Succubus-Schwanz. Deswegen würde ich meinen eigenen Schwanz auch nur zu Basic But Good einordnen, damit ihr Bescheid wisst, was hier so die Messlatte ist. Okay, Leute, wir fangen mal mit dem ersten an hier. Das ist so ein Bunny-Puschel. Sehr, sehr cute, sehr puschelig. Wir machen ja eine Einordnung und Ginger ist gar nicht klug. Stimmt! Ich muss klug sein für dieses Rating. Hallo? Ich bin klug, ich bin einfach voll drin gerade. Das ist schon etwas, das will man anfassen. Schöner Puschel, wirklich schön ausgeformt, schöne Position direkt über den Arm. Diesen würde ich sagen schon eher basic, aber gut. Dann, man sieht hier so ein bisschen mehr vom Schenkel tatsächlich, aber das ist so ein Hauskatzenschwanz, würde ich sagen. Finde ich sehr nice, vor allem, weil die sich so elegant durch die Gegend schlängeln um dein Bein. Ich muss auch kultiviert sein, der Bart fehlt auch noch. Okay, na gut. Hier, jetzt wirkt es ganz komisch. Ich würde sagen, sehr basic, aber sehr gut. Sehr gut. Boah, Leute, dann haben wir hier einen Succubus-Schwanz, aber mit so einer Aussparung drin. Da könnte man Dinge reinstecken. Jetzt bin ich halt ein bisschen irritiert. Das ist halt schon basic, weil Succubus-Schwanz, aber halt irgendwie, also weniger basic als mein Succubus-Schwanz, oder? Da kann man sich dran schneiden, wenn man da was reinsteckt. Okay, mit Vorsicht zu genießen. Wir haben jetzt so ganz viele Schwänze. Das ist schon was Einzigartiges. Musst dir mal vorstellen, was du alles mit diesen ganzen Schwänzen machen kannst. Alter, 9 Schwänze, der kann einfach beide Beine. Wo der alles hinkommt damit, was der alles gleichzeitig machen kann damit. Und so flauschig. Ich würde es hier empacken. So, Leute, das hier ist so ein Drachenschwanz, ja? Der hat so Schuppen und so dran. Es ist ein Schwanz, der ist toll. Ja, es ist auch bestimmt nice, den anzufassen, mit diesen Schuppen und so einmal so drüber zu fassen. Ein guter, ein toller Schwanz, aber sehr basic. Oh! Das hier. Leute, dieser Schwanz ist eine Schlange. Snake. Snake. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob ich das gut finde oder nicht. Diesen Schwanz kannst du verärgern. Und da musst du auch aufpassen, wie du den anfasst und so. Die kann beißen. Das ist die Definition von Danger Noodle. Mit Vorsicht zu genießen. Gut, nächster Schwanz. Oh, den finde ich sehr besonders. Das ist schon so ein sehr schuppiger, also auch wieder so Drachenschwanz, würde ich sagen. Aber die Spitze sieht einfach aus wie so ein Skorpion oder so. Es ist schon krass. Stimmt, sieht ein bisschen aus wie ein Flaschenöffner. Toll, jetzt kann ich es nicht mehr. It can't be unseen. Ja, aber ich würde sagen, den muss man eher mit Vorsicht genießen, finde ich. Dann haben wir hier, man könnte meinen, wieder einen normalen Katzenschwanz. Aber nee, das ist ein Tiger? Fragezeichen-Schwanz. Anders als dieser hier, hat der noch so ein Muster. Finde ich sehr schön. Es hat nochmal so einen Hingucker. Strahlt auch nochmal so eine ganz andere Präsenz aus. Trotzdem sehr basic. Ich mag Katzenschwänze. Ich mag alle Schwänze. Hust. Wenn sie so flauschig sind, dann sind sie schon ein bisschen höher angesiedelt, muss ich gestehen. Look at that Schwanz. Schwanz. Diesen Schwanz da würde ich so wie so einen Pinsel packen und mir so einmal so... Also schon gut. Alles ist in Ordnung. Wir haben noch ein paar Schwänze vor uns, Leute. Dieses Schwänzchen hier, ich habe mich leider schon ein bisschen geoutet. Ich stehe da voll drauf. Das ist auch so eine Art Katzenschwanz. Und das sind die Flausche-Flauschs. Und ich mag... pinke Katzen. Ich bin auch richtig. Was das, bin ich auch noch ein bisschen biased. Den würde ich gerne inhalieren. Ja, so einmal zwischen die Hörner stecken oder so. Einmal so. Ich glaube, hier hin. Oh, das hier finde ich sehr interessant. Das aus seinem Steißbein oder Arsch. Ich weiß es nicht so genau. Kommen 4 Tentakeln. What? Ich finde, Tentakeln sind schon mal top tier. Ich würde mich gerne einfach hinlegen und einmal so von den ganzen Dingern so absaugen lassen. So. Und dann 4 Stück. Wir tun mal so, als wäre das ein muss angefasst werden. Okay, Leute, nächstes. Also ich würde sagen, haarig. Ist haarig gut? Ist haarig schlecht? Ich finde, das ist ein sehr, sehr haariger Schwanz. Das erinnert mich ein bisschen an einen Pinsel. Super Staubwedel. Ich muss gestehen, ich bin nicht so angetan. Ich würde ihn deswegen ja so zu basic but good machen. Dann haben wir hier einen Bidiza-Schwanz. Ich muss schon gestehen, seine 3 Boppels... Nee, das sind natürlich, kann ich zählen. 5. Die sind schon nice. Vor allem frage ich mich, Leute, was passiert, wenn ihr euren Finger, ja, meine Maus ist jetzt mein Finger, ganz langsam hier zwischenschiebt. Deswegen muss anfassen. Dann haben wir hier, das ist ein dicker Schwanz, das ist vor allem Fuchsschwanz, wenn ich richtig sehe. Ich finde, Fuchsschwänze sind auch recht basic, oder? Nice, aber basic. Oh. Ich nehme an, wieder ein Succubus-Schwanz, aber da steckt die eine Schwanzspitze in der anderen.
Ein Widerhaken, ja. Aber ich weiß eben auch nicht, ob ich den hier hin machen kann oder ob der lieber hier hin sollte, weil das doch ein bisschen gefährlich aussieht sogar. Alter, alleine schon, wenn du hier mit deiner Hand oder deinem Arm so lang streifst, kriegst du hier zwei Spitzen in die Fresse. Also nicht in den Arm in dem Fall. Bitte mit Vorsicht genießen. Das Schwänzchen hier wiederum. What is this? Das sieht einfach aus wie ein Zauberstab oder so. Da würde mich interessieren, Alter. Was kann man in dieser Kugel sehen? Wie fühlt sich diese Kugel an? Kann ich sie anfassen? Kann ich sie beriechen? Darf ich die Kugel schmecken? Oh Gott. Das Ding könnte mir die Zukunft vorhersagen. Und ich würde sagen, wow, that's huge. Die Zukunft. So, ich denke mal, das ist ein Drachen- oder Dino-Schwanz. Und diese lilanen Böppels da ist ein Gestein, glaube ich. Also sowas wie Amethyste oder so. Das ist ein recht großer, mächtiger Schwanz. Aber der wiegt schon was. Weißt du, willst den Schwanz mal so einfach, ja, weißt du, so, wenn man halt irgendwo sitzt und dann denkst du, hier, pack mal deinen Schwanz bitte auf meinen Bauch. Dann wirst du einfach erdrückt. Ja, mit Vorsicht. Okay, gut, dann hätten wir das. Boah, dieser Schwanz hier. Weil das ist auch ein Drachenschwanz. Der ist recht lang und wird dann recht dünn. Also ein filigraner Schwanz. Aber er ist so shiny. Der sah so glatt und glänzend aus. Also bei spitzen, langen, glatten und shiny Schwänzen. Es tut mir leid, Leute. Ich muss den berühren. Ich muss da mal so richtig... Alter, das Ding. Look at that. Das ist ein riesiger Schwanz. Ist das ein Drachenschwanz? Ist er aus Stein? Dann diese rote Spitze. Alter. Ich muss gestehen, ich weiß jetzt nicht, ob das etwas ist. Also es ist schon beeindruckend. Aber ich glaube jetzt nicht, dass ich das hier hinpacke. Da habe ich wieder Angst, einfach zu sterben. Dieser Schwanz hier. Ich weiß nicht was, aber der hat es mir sowas von angetan. Er ist... wirklich. Small. Aber ich mag das. Es ist nicht mal schlecht. Ich finde, es kommt nicht immer auf die Größe an. Deswegen, ich finde, wie viele Möglichkeiten sich auftun. Alleine, dass dadurch, dass er so klein ist, mein Kopfkino ist gerade, ich weiß gar nicht, was ich alles aussprechen kann. Twitch, bitte bann mich. Und allein das, mindestens dahin, mindestens da. Oh, der nächste ist tatsächlich ein Schwanz, sehr ähnlich zu meinem Schwanz, sehe ich hier gerade. Im Prinzip ist das derselbe Schwanz. Ich finde den Schwanz toll. Ich mag auch meinen eigenen Schwanz, ja. Jeder Schwanz ist schön, aber dieser Schwanz reicht für diese Tiere, ist nur für Basic und but good. Katzenschwanz mit Greenscreen im Hintergrund. Mit Schleife. Oh. Ich mag das, wenn Leute ein bisschen was an ihren Schwänzen befestigen. So ein bisschen, ne, Knuddelmuddel, so ein bisschen schön. Aber es ist halt immer noch recht basic. Deswegen würde ich sagen, good, but basic. Schwanzdeko. Flauscheschwanz. Das hier ist so ein... ich weiß gar nicht, von welchem Tier. Ist das eine Katze mit einem richtig fetten Schwanz? Ist das ein Schneefuchs? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ein sehr dicker, flauschiger. So ein bisschen ähnlich wie der hier. Und der hier. Sehr dick und sehr flauschig, aber so schön weiß. Ganz viel Fluff. Das ist eine richtig dumme Begründung. Aber ich mag ihn in weiß. Na, weil ich die anderen respektieren möchte, packe ich ihn... hier, mein Kopf ist davor. Packe ich ihn hier hin. So, boah. Ich glaube, das ist ein Löwenschwanz oder so. Lol. Habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen vorher. Weißt du, hast hier so einen geilen braunen Schwanz und dann am Ende so einen Puschel. Kannst du zum Putzen benutzen. Ich finde den toll, den Schwanz, ehrlich gesagt. Der ist auch nicht so basic, finde ich. Ich glaube, dann würde ich es zu wow, that's huge einordnen vielleicht. Nicht im Sinne von, der ist sehr groß oder sehr, ne? Sondern eher so, wow, das ist ein krasser Schwanz im Vergleich zu dem Rest. Oh, wir haben hier als nächstes Weibase-Schwanz, ja? Falls ihr den kennt, aus wie Shoujo. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist so ein Drachenschwanz. Weiß-blau, sehr, sehr schön. Und dann so ein Pfauenende, das brennt. Tragbares Bonfire. S-Tier. In jedem Fall ist er sehr hübsch. Eher wow, that's huge. Das ist ein sehr einzigartiger Schwanz. Oh, apropos Drachenschwänze. Dann ist das hier so ein ganz filigraner, kleiner, beweglicher Schwanz. Und hier unten ist ein haariger Fluffel dran. What is this? Ach, ist der auch von Kana? Ich dachte mir schon fast, dass der von Dragon Maid kommt. Also auf jeden Fall mega cute. Aber das ist schon krass gut. Ich glaube, hier ist gut. Dieses Spielzeug ist befriedigend. Ja, ein wunderschön... oh, ich dachte jetzt, das ist ein Drachenschwanz. Aber ich glaube, das ist der Tentakelschwanz. Wir haben schon Tentakelschwanz und zwar 4 Stück hier oben. Was machen wir mit diesem Tentakelschwanz, Leute? Das ist halt ein sehr filigraner Tentakelschwanz. Die hier sind so lieb und freundlich. Die betatschen dich nur so ein bisschen. Und der hier, der ist einfach so... Hime-Schwanz ist super, mit Vorsicht zu genießen. Ist, glaube ich, sinnvoll. Dann haben wir hier Shino-Schwanz. Der Schwanz meines Katers. Muss anfassen. Okay. Hey, das ist ja ein krasser, der hat mich gerade voll beeindruckt. Ich dachte erst so, ja, Drachenschwanz oder so. Sieht ja aus, als hätte der so einen Mund oder so. Und wurde dann so mit Spitzen drin. Au, aber auch cool. Ich finde, das ist ein sehr cooler Schwanz. Aber da würde ich echt aufpassen, ey. Da hätte ich Angst, Alter. Das Ding ist nicht nur super dünn, sondern das hat so Reifen hier drum. Einmal hier mit so Spitzen dran. Was ist das für ein fancy Schwanz? Fancy as hell. Aber ich glaube, das ist schon sehr, sehr awesome. Sehr, sehr originell. Oh lol. Leute, das ist der Schwanz vom Ring Fit Boss. Kann das sein? Von Draco aus Ring Fit. Oh.
Wie dumm das ist. Er ist stachelig und äußerst muskulös. Nee. Okay, ich habe gesagt, wir mögen alle Schwänze. Ja, ich finde ihn ja auch beeindruckend. Auch wieder mit Vorsicht zu genießen. Du musst bedenken, Draco schwitzt sehr viel bei Ringfit. Das bedeutet, wenn du daran leckst, schmeckt der Schwanz salzig. Dieses Schwänzchen hier ist nicht nur sehr special, weil es hat so Haken. Man könnte quasi was dran aufhängen. Sehr, sehr fancy. Und er hat einen Edelstein oben drauf. Wäre es komisch zu sagen, ich will diesen Edelstein in meinen Mund. Ich würde ihn hier lassen, ja. Wow, that's huge. Okay, das hier ist wirklich ein richtiger Flaschenöffner, aber fancy. Aber was machen wir mit dem Flaschenöffner? Ich finde es halt schon sehr special. Du kannst deine Hand, deinen Arm, deinen Kopf, kannst du durchstecken, aber aua. Mit Vorsicht zu genießen, oder? Alter, das hier ist einfach ein Schwanz, der sieht aus ein bisschen wie ein Tentakel, aber nicht ganz. Und der hat so Stacheln dran, wie so eine, wie heißt denn das? Wie so einen Rosenstängel. Stängel ist der Name. Ich meine, wenn man sie ganz vorsichtig anfasst von hier und dann nochmal so, sorry, da bin ich verloren. Schon sehr gefährlich. Sehr gefährlich eigentlich, muss er hier hinten nennen. Aber ich muss ihn anfassen. Und der letzte Schwanz. Oh! Ein goldenes Schwänzchen. Sieht auch wieder aus wie ein Succubus-Schwänzchen, ehrlich gesagt. Aber gold. Fancy. Aber auch nichts weiter, finde ich. Es ist immer noch recht basic. Aber nicht so basic, dass ich ihn hier hinmachen würde. Sehr edel, edel. Ich würde ihn hier hinmachen. So. Wie hat euch die Schwanztiere gefallen? Also ich finde, ich weiß jetzt einiges mehr über mich und meine Schwanzvorlieben. Die Schwänze hier, die haben mir echt einiges abverlangt. Also...